Ja, wunderschönen guten Tag hier in aller Herrgott früh. Ja, mei, das ist ja wunderschön, dass wir hier uns darauf eingefunden haben, zusammen hier auf der Kanal. Nee. Das war irgendwie komischer Dialekt. War nicht mehr irgendein Dialekt. Naja, egal. Dann heute mal richtig nochmal von vorne. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Rune 2 Total War. Die Kampagne mit den Epiroten und zwar allein. Heute kein Battle, sondern ganz allein mit mir. Zum Battle. Es könnte sein, dass in den nächsten Tagen, also jetzt am Samstag, wahrscheinlich, wenn ich es hochgeladen habe, ist entweder ist heute Samstag oder es war Samstag jedenfalls, ist wahrscheinlich da keine neue Folge gekommen, weil der liebe Mastermind da gerade ein paar Problemchen hat und deshalb wir erstmal ein wenig mit dem Hochladen warten, bis das alles wieder zum Besten gereicht. So, wir hatten hier die Ligurier, die mit einer recht großen Armee doch hier rumschippern und hier noch mit einer Flotte. Wir hätten selbst hier unten eine Flotte. Die haben hier oben nämlich nochmal so eine größere Flotte. Eine größere Flotte. Und hier haben sie nochmal eine Flotte. Das ist über eine Fullstack-Flotte. Allerdings glaube ich, dass wir die besseren Schiffe haben. Wir haben hier Skorpionschiffe, wir haben Schleuderer, Peltasten und ganz viele Feuertopfdinger da. Schreibtischstuhl fällt auseinander. Und hier gibt es gar keine Söldner anzuheuern. Naja. Oh. Kore, das ist doch irgend so ein Spion von uns. Nee. Der hier. Ja, fast Spion. Ich würde sagen eigentlich, dass es zivile Verwaltung ist da schon nicht verkehrt. Das macht er mich auch. Kriegen wir ein bisschen mehr Kohle nachher noch. Nochmal gucken. Genau, hier machen wir gerade Minus. Weil Eroberung. Genau, wir haben Velatri erobert. Genau, wir haben Velatri erobert, was die Ligurier, glaube ich, erobert hatten von den Neukarthagern. So, und mit den beiden Armeen wollten wir nach hier oben nach Spanien laufen, während wir mit irgendwelchen anderen Armeen nach da unten laufen wollten. In Richtung Ägypten so. Ja. Ich überlege aber, dass ich nicht übers Wasser gehe, sondern auch lieber hier übers Land, hier rüber mich lau laufe. Mich laufe, ich laufe mich rüber. Ja. Ach genau, wo ich gerade die Symbole sehe. Der Patch 7 Beta ist raus. Und ich habe auch direkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist, habe ich das Gefühl. Es war ein sehr großer Patch. Ein halber Gigabyte war das. Was kann ich auch erzählen, während die Runde durchrattert. Es war ja, 1 Gigabyte war es. Ich habe mal geguckt, aber ich habe jetzt nicht gefunden, ob stand jetzt nirgendwo, was als da neu sein soll. Aber es soll ein paar Performance-Sachen natürlich wie immer. Ein paar neue Performance-Verbesserungen sollen dabei sein. Ja. Ansonsten der übliche Lack. Und anscheinend auch, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass diese Symbole bei den Städten neu sind. Habe ich jedenfalls vorher noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich auch keine neuen Modusse, Mods, wie man es nennen möchte, geholt. Immer nur noch mit dem Ancient Color Mod und dem Dings, wo man es hier. Ach, sag. Genau, Elephant Blade and bla 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 Armor oder so Ding. Halt, um die Elefanten ein bisschen schöner zu machen. Ich hoffe, das trifft dann auch unsere Kriegselefanten. Und ansonsten, vielleicht wenn wir irgendwann mal in Seleukiden zusammen oder gegen die Seleukiden kämpfen, vielleicht sehen wir dann mal wunderschöne indische Elefanten mit Klingen und toller Rüstung. So, ich bin mal gespannt, wenn jetzt gleich die Ligurier dran sind. Das wird spannend. Nachdem Libyen natürlich gegen. So, Ligurien. Oh, nach Genua. Das ist doof. Das ist doof. Ja. Gut, da wird es doch gleich mal eine ganz interessante Schlacht geben. Es sind halt noch Pleten.
Ja, ziemlich viele Steuern, also die KI äußerst optimistisch. Egal, ich werde erstmal versuchen, mit der Flotte möglichst viel von seinen Schiffen zu versenken, weil griechische Schiffe haben einen klaren Vorteil gegenüber den. Jetzt hat zwar auch zwei Griechen, aber. Ne, ja, okay, das sind zwar schon recht gute Schiffe wahrscheinlich, aber trotzdem, ich werde es einfach mal versuchen. Möglichst viele von seinen Schiffen versenken. Am besten wären natürlich die Schleuderer versenken. Weil die mir am Land doch dann am meisten Aua machen können, glaube ich. Die Kavalleristen sind eh nicht so schlimm, die sind ja eh ohne Pferde. Da sind doch recht arm, die zu versenken. Das wäre natürlich Nonplusultra. Die Eidgeschworenen. Aber. Mal gucken. Mal schauen. So. Ja, stellt sich da drüben auf. Okay. Er kriegt ja eh keine Verstärkung. So. Ihr stellt euch hier hin. Ihr stellt euch hier hin. Ihr. Zeig mal. Hier sind die beiden Griechen. Wo ist ein General? Da ist ein General. Wir werden einfach mal versuchen, hier über die Flanke aufzuräumen. Das heißt. Oha. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Ohrwurm. So, bin ich mal gespannt. Oh. Nein, du wolltest es nicht ändern. Warum änderst du, Idiot? Nein. Ah, na okay. So viel dazu. Das hat ja super geklappt. Tja. Tschüss, meine lieben Schiffe. Eine gesamte Einheit ist Ja. Gott, die haben ja gar nicht gerammt. Gut, merke, mit den Schiffen kann man nicht rammen. Unsere Männer fliehen vor der Ja, ist ein schändlicher Schlacht. Das ist Anblick. ein schändlicher Anblick. Ah, okay. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, der General ist tot gleich noch. Kein General ist tot? Okay, naja. Naja. Ach, blinkt am los. Gut, Jungs, dann kommt mal ran. Das Gute ist, der hat zwar hier einen langen Strand, aber ich schätze mal, er wird nicht alle landen können. Das heißt, er muss sich aufteilen. Mach aber langsam mal hin, wir haben nicht schon ganz Dachzeit. Hier macht man eine Plitenmauer. Wir könnten gar nichts machen, aber egal. Einfach nur damit ein bisschen gegen. Sag mal. Bonus gegen Kavallerie, Wappen, Nahkampf, Abwehr, Schildstärke, genau, ein bisschen mehr Schildstärke, damit die von den Nahkampfangriffen nicht ganz so in Mitleidenschaft gezogen werden. In Mitleidenschaft. Oh, ja. Das war eine super Idee. Muss ich sagen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass hier in der Mitte, direkt beim Siegespunkt, ja auch noch Landeplätze sind. So, Jungs, dann macht mal hin, ne? Da kommen schon die ersten Kurzschwerter. So.
bin mal gespannt, mit wem er hier landet. Der General landet da oben. Das ist schon mal super. Hier können ja eh nur zwei Schiffe hin. So, dann bildet ihr schon mal eine Mauer. Hier auch. Und ihr auch. Ich überlege, was besser ist. Mauer. Quadrat. Hoplitenmauer. Bonus gegen Kavallerie, Wappen, Nahkampf, Abwehr, Schildstärke. Schildstärke, Rüstungsstärke. Italische Söldner-Speerkämpfer. Ach, stopp. So, einfach möglichst schnell die alle einzeln platt kriegen. Ich glaube, das ist das Patentrezept bei sowas. Los, los, los. Das ist so scheiße, dass man die nicht angreifen kann einfach. Ja, die müssen landen, die brauchen ja auch eine Chance. Brauchen keine Chance, das sind... Was auch immer das heißt. Naja, die Männer wanken. Komm los, mach die endlich fertig. Jetzt macht sie platt. Männer wanken. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, boah. Ja, da kommen jetzt zwar von hinten die, aber... Für Rom. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. So schön. Welche Männer wanken? Oh, die wanken. Ja, kann ich auch nichts für. Oh, da. Oh. Ach Mensch, Jungs, jetzt mach doch hin. Mach doch nicht solche Sachen. Oh nee, ihr kämpft auch hier. Männer wanken. Ich finde es sehr schön, dass er erstmal hier wartet. Das finde ich sehr sozial von ihm. Alter, das sind Steinschleuderer! Männer wanken. Alter, was sind das für Steinschleuderer? Hallo? Was sind das für Steinschleuderer? Was sind Steinschleuderer so OP im Nahkampf? Hallo? Ich meine, das sind. Okay, das waren jetzt zwar keine guten Hopliten, aber. Es geht die Steinschleuder, die sind. Ich meine, ich habe die Italia platt gekriegt, ganz locker, und die scheitern Steinschleuderern. Ach. Manchmal. Ne?
Tja, aber ich mach mal ganz kurz Licht an. Wow, ich hab Söldner getötet. Ja, da gehen wir, Robert. Kleiner. Dreckiger. Hund. Finger weg von mir dann. Warum kannst du dich da unten mal nicht ordentlich was erobern? Nein, ich bin eine KI und habe eine Flotte. Ich kann nicht angreifen. Ja, natürlich. Warum nicht? Natürlich. Ich meine, mit der Flotte angreifen. Hey, eine Stadt? Nein. Warum denn? Belagern bis zum geht nicht mehr. Warum können Sie das nicht bei der KI mal ordentlich? Sie wollten doch... Eigentlich hieß nicht, dass bei Patch 7 die Belagerung verbessert werden sollte. Ach ja. Imperium. Oh. Rambok. Klopf, klopf. Provinz umstritten. Krieg erklärt. Beräte haben Rom erklärt. Oh, ganz mutiger. Flotte zerstört. Garnisonsflotte. Oh ja, das ist eine... Siedlung verloren. Haushalt erweitert sich. In die Gruppe schicken. So, jetzt machen wir mal einen blutigen Rachefeldzug führen. Oh Gott. So. Sabotage. Brandstiftung. Brandstiftung ist super. Brandstiftung begehen. Und wehe dir. Erfolgreich, sehr schön. Das ist ein braver Spion. Oh, Rang erhöht. Boah, Rang 1 nur. Aus dir wird noch was. Ach, keine Ahnung, ist ein Agent, der braucht List. Tempel des Poseidon. Oder Söldnerlager. Könnte ich denn mit dem Söldnerlager bauen? Zeig mal, hat man hier einer irgendwo zufällig. Hier wollten wir, glaube ich, eine Werkstatt bauen. Ich habe keine Ahnung. Haben wir immer noch minus 12, warum das denn? Ach ja, wieder wegen Eroberung. Nee, wegen Plündern. Wer plündert denn hier? Wer plündert hier? Der macht einen Gewaltmarsch. Militärsabotage, 69%. Ah, nö, das hat jetzt auch nicht so. Ja, dann machen wir Militärsabotage. Sehr schön. Dann hat man hier einer ganz kurz mal hier. Apollonia, genau. Söldnerlager. Hermann Pig. Also, Erlass zur Philanthropie des Adels. Minus 6%. Erlass zur Verhandlung mit Söldnern. Minus erhöht die Erfahrungsstufe für eigene Einheiten. Okay. Ja, ne? Den bräuchte ich halt für die königliche Kaserne. Was Söldnerlage würde mich jetzt so persönlich eher nicht so reizen. Vor allem nachher minus 10 öffentliche Ordnung für den Blättern. Ja, und die hat nett. Das vielleicht eher. Ausbildungsfeste Übungsplatz und Schießstand. Oder Werkstatt für Belagerungsgeräte. Was macht die denn? Hat mal hier einer sowas? Hier haben wir nur Schildmacher. Haben wir nicht irgendwo einen für Belagerungsgeräte? Skorpion, Riesenballiste, Polypos. Hier haben wir eine. Ich glaube, wir hier wollten wir sowas bauen. Ich glaube, ja. Bauen wir das hier mal. Genau, dann bauen wir hier mal. Ausbildungslager. Mal ein...
Das, diese beide Rekrutierung, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie lange hält das für nur nicht für die Runde bei der Rekrutierung? Das wäre ja ziemlich lame. Keine Ahnung. Vielleicht nur, dass es nur für Leute gilt, die rekrutiert wurden. Keine Ahnung. Nahkampfangriff. Angriffsbonus, Nahkampfangriff. Plus ein Rang. Dingsbums da. Super. Will ich haben. Oder vielleicht mal hier, vielleicht, eigentlich könnten wir auch mal, müssen wir auch mal was gegen Korruption machen. Was sagt denn die Korruption hier? 18%. Ja, wir brauchen ganz dringend was gegen Korruption. Super. Und ihr seid fertig ausgebildet. Halleluja. Ja. Mit wem wollen wir uns denn jetzt prügeln? Eigentlich wäre mit denen gar nicht mehr so schlecht. Na, komm mal hier. Könnt ihr mal bis nach hier oben laufen. Und dann können wir hier... Ah, danke. In Pella. Und so, oh, wir haben schon maximal. Wo laufen unsere Agenten denn gerade rum? Die ist hier oben und die ist da unten. Okay. Gewaltrudern. Und dann rudern wir mal ganz gewaltig hier hin. Warum auch immer man da nicht hin rudern kann, aber ja. So. Die fliehen eh, genau. Ich erwarte eure Befehle. Und die fliehen auch. Oh nee, die fliehen nicht. Das lassen wir nochmal automatisch machen. Oh, 98% nur. Ich möchte nicht wissen, wie der kämpft. Tja, dood. Na, wir werden halt doch mit denen hier vorlaufen. Die ist automatisch schlagen lassen. Wenn du jetzt hier mir die Kavallerie verlierst, ne? Dann schlägt aber 13. Knapp dran. Super. Wunderbar. Sehr schön. Hier läuft dann hier hin. Militärtraditionen sind mir doch das Liebste. Eindrucksvolle Speerkämpfer. Waffenschaden für alle mit speerbewaffneten Einheiten. Nahkampfangriff mit Speeren, Waffenschaden. Ich habe eh keine Ahnung, was besser ist, ob jetzt Waffenschaden oder Nahkampfangriff besser ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Nahkampfangriff insgesamt und Waffenschaden vor allem gut gegen eben Leute, die eh mal oder gegen Speere zum Beispiel jetzt, dann sind sie besonders noch viel besser gegen Kavallerie als eh schon. Ich überlege gerade, wie lange ich schon aufnehme. So. Ich habe mich mal wieder ganz professionell vergessen zu machen. Wer plündert denn hier? Mensch. Hier muss ja irgendeiner stehen. Die Kleinen. Ich überlege gerade. Das General in Velatri. Genau. Oh. Nee, warte mal. Silber. Oha. Ah, die kann ich nicht aufrüsten. Achso, jetzt fehlt mir das Geld. Ja, die kann ich auch noch aufrüsten, aber wie viel das Geld dafür? Ich glaube, ich tausche hier mal den General aus. Wenn ich Geld hätte.
würde ich es machen. Müssen wir halt einfach mal einen anpumpen. Edetani. Seid gegrüßt und nun sprecht ab. Ihr mag euch nicht. Ihr mögt mich nicht. Ihr mögt mich auch nicht. Räter, wir kämpfen eine beide gegen Rom. Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eines Speers. Kommt ab! Naja, hahaha, fand ich auch total witzig. Meine Güter auf uns und unseren Vertrag herablächeln. Dies ist eine ehrbare Sache. Neu-Karthago, ne? Willkommen, Freund, willkommen. Im Namen meines Herrn werde ich euch noch... Müssen wir nicht Geld geben. Ach, mein Freund, ihr verlangt zu viel. Gold ist am glücklichsten mit Gold, das es kennt. Und nicht in einer fremden Schatzkammer. Ja. Mit Rom. Verschwendet keine Zeit mit Scherzen und Schwafeln. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Ich habe das Gefühl, dass die Audioausgabe überarbeitet wurde. Tja, nicht. Skodiska. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre... Ja, Klappe. Was denke ich mir manchmal so? Ja. Wir haben hier Epirus. Und die Skodiska. Groß. Klein. Viele Armeen. Eigentlich auch viele Armeen, aber trotzdem klein. Ne? Merkst du Unterschied? Und viele Freunde. Wenig Freunde. Hä? Müssen mich anbetteln, dass ich mit denen einen Friedensvertrag schließe. Naja, wer nicht will, der hat schon. Seid gegrüßt, mein Freund. Naja. Keiner will mehr Kohle pumpen. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann euch Karthago behilflich sein? Ich könnte mir Geld geben. Die Karthager würden besser schlafen, wenn ihr dieses Volk angreift. Gerne, wenn ihr Kohle zahlt. Ich werde eh mit denen nie kämpfen, also. So werden wir uns einig. Haben wir doch noch ein bisschen Kohle bekommen. Jetzt habe ich nur vergessen, wofür ich ausgeben wollte. Ah, genau, wir wollten einen neuen General uns hier holen. Ersetzen, Molosser-Kandidat. Nehmen wir noch einen Molosser-Kandidaten. Anheuern. Mit Hellenisch, ja? Oder was soll ich mit? Kaffee. Ich bin eigentlich mit der Hellenisch-Königlichen Karte gar nicht mehr so zufrieden. Da finde ich Tunis die Pikeniere echt. Also da sind echt ein paar Sachen, was mich auch stört mit der Disziplin, wo die nicht... Aber die sind eigentlich schon ziemlich krass, egal. Ich nehme die Garde. Mit der Garde, genau, anheuern. Super. Super. Ich weiß nicht, sind die Helme, waren die vorher auch schon silbern? Ich habe keine Ahnung. Uha. Unsere Ober-Mega-Ober-Pro-Armee. Wir wissen, wer der Babo ist. So, holen wir uns hier nochmal... Nein, nicht keinen General. Staatsmann der Molosser. Flotte aufstellen. Ja. Rekrutieren. Und dann darfst du mal... anheuern... und angreifen. Oh Gott. Legt euch ins Zeug, Männer! Vernichtet sie! Sehr schön, das können wir automatisch machen. Und ganz aggressiv vorgehen. Ist nicht so schlimm, wenn ihr den General verliert. Keine Angst, das dürft ihr gerne machen. Also, müsst euch nicht scheren. Naja, okay, haben zwar nichts verloren, aber... Tötet sie. Tötet sie alle.
So. Und euch. Schönen Tag noch. War nett, euch gekannt zu haben. So. Zeig mal, was haben wir denn hier noch? Jetzt minus. Plündern minus 10. Was? Wer plündert hier noch? Die machen schnell Trudern. Ist das jetzt noch der Rest? Weil so halt, ne? Oder plündert hier irgendwo wirklich noch jemand? Sehen. Ist nicht in der Taktikansicht. Genau, hier werden Armeen angezeigt. Hier haben wir den Admiral. Hier haben wir eine feindliche Flotte. Da ist eine feindliche Flotte. Hier sind zwei feindliche Armeen. Da sind Feinde. Ach, von den Garamanten. Und von den Sklaven. Die Garamanten an Afrika. Boah. Libyen. Mensch. Was ist mit Libyen los? Afrikanische Rebellen, punische Rebellen, Garamanten. Ich glaube, wir werden hierhin übersetzen. Wir müssen eh das hier erobern. Oh, ich höre, ich werde gerade gerufen.